Au, 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 au. Ah. Ah. Hi Leute und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ihr wolltet es und deswegen ist es heute soweit. Ich teste nämlich heute mit euch zusammen Shapewear. Ich habe keine Erfahrung auf diesem Gebiet, deswegen bin ich sehr gespannt, ob diese Sachen mich hier heute enttäuschen oder nicht. Ich habe übrigens alles bei Zalando bestellt. Dort gab es eben viele verschiedene Marken und ich habe mir jetzt 5 Sachen ausgesucht von 5 Marken und bin sehr gespannt, was dabei rumkommt. Ich will heute von dir wissen, ob du Shapewear trägst oder was du davon hältst. Poste mir diesen Emoji hier, wenn du Shapewear gut findest und das auch im Alltag tragen würdest. Und den hier, wenn du denkst, das ist zu viel, naja, das verändert zu viel und das ist Mogeln und das sollte man nicht machen. Dann schreib mir bitte diesen Emoji in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt und würde sagen, wir starten mit dem Video und los geht's. So, das hier ist das Kleid, was ich für meinen Test ausgewählt habe. Es ist halt nicht super eng, aber es ist auf jeden Fall schon eng und ich trage es auch. Ich glaube, man sieht es ganz gut, dass man hier Wilma sieht. Genauso von der Seite. Also ich ziehe den Bauch jetzt nicht ein. Das ist jetzt mein Bäuchlein. Also Bäuchlein. Bäuchlein ist... der Zug ist abgefahren. Das ist eine Shorts. Die ist vor allem dafür da, um den Bauchbereich zu kaschieren. Und da drauf steht Light Control. Also ich denke mal, die Shaping-Funktion ist nicht mega krass. Aber ich muss sagen, sehr weich, sehr, sehr schön. Hat hier so einen Silikonbund, was sehr gut ist, weil so Sachen, die hier oben am Bauch sitzen, rollen sich ja sehr oft einfach ein. Wir gucken mal, ob das hier auch so sein wird. Och ja. Ich habe übrigens darunter eine nahtlose Unterhose an. Das kann ich euch auch empfehlen. Am besten sogar einen nahtlosen BH. Was? Am besten sogar einen nahtlosen Tanga. Es fühlt sich gut an, muss ich sagen. Also man sieht auf jeden Fall noch hier diese Kuhle von meinem Bauchnabel. Ich meine, klar, das macht natürlich den Bauch nicht komplett weg. Aber an sich habe ich es mir irgendwie besser vorgestellt. Vielleicht habe ich jetzt auch keinen direkten Vergleich. Es fühlt sich auf jeden Fall gut an, so viel kann ich sagen. Und ihr werdet eh entscheiden, ob, also wie ihr das Ganze findet. Okay, Freunde, das nächste ist eine Spanx, also eine originale Spanx. Die hat übrigens hier hinten auch diesen Silikonbund, damit das nicht runterrutscht. Ich finde aber, die sieht wesentlich kleiner aus als die Hose gerade. Ganz ehrlich, ob ich da jetzt reinkomme, ist die Frage. Aber ich habe eigentlich wirklich versucht, also ich habe auch oft eine Nummer größer genommen und so, wie es auch bei den Kommentaren zum Beispiel stand oder keine Ahnung, ich habe mir das wirklich gut durchgelesen. Ach du Scheiße. Hilfe! Ich habe mich auf diese Hose am meisten gefreut, Leute, und jetzt kriege ich die nicht mal drüber. Also ich meine, könnte es versuchen, aber ich weiß nicht, ob dann nicht alles komplett reißt und explodiert. Oh, es gibt bestimmt erotischere Dinge, bei denen man sich zeigt, nee, ich will... Aua, so, so weh. Ist das normal? Hätte ich die jetzt weiter hochziehen müssen? Au, 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 au. Oh. Ah. Ich frage mich gerade, ob ich einfach zu dumm bin und ob ich das jetzt hätte einfach drüber ziehen sollen, aber es, ich schwöre euch, es hat mir gerade alles abgeschnürt. Die nächste Marke ist Magic irgendwas, Magic Body Fashion. So. Naja, versuchen wir es. Also die ist genau wie die erste, nur dass die, wow, die geht ein bisschen höher. Ich habe das Ganze jetzt mal in den BH gestopft und ich muss sagen, es fühlt sich eigentlich genauso gut an wie das erste Shapewear-Teil, nur irgendwie ein bisschen besser. Also es gefällt mir schon gut, aber ich kann euch wirklich empfehlen, das in den BH zu stopfen. Also zeige ich euch das jetzt? Ja, ich zeige euch das jetzt. Also BH ist hier und ich habe es wirklich einfach da drunter gepackt. Und den dann noch so runtergezogen. Genau, also jetzt finde ich, sitzt das schon besser.
Vorher hatte ich das Gefühl, dass das halt so runtergegangen, weil es ein bisschen länger ist als das erste Teil. Aber ich muss sagen, es gefällt mir, glaube ich, genauso gut, wenn nicht einen Ticken besser. Das nächste Teil ist von Triumph und das finde ich sehr interessant. Es ist auf jeden Fall weiter geschnitten als ein fester Stoff, fühlt sich aber wie die anderen auch wirklich gut an. Nur, dass das hier oben durchsichtig ist. Also das hat hier so einen durchsichtigen Bereich. Also finde ich interessant. Oh. Wow. Also ich muss sagen, die Hose gefällt mir nicht so. Das schnürt hier komplett meinen Speck ab. Obwohl ich extra eine Nummer größer genommen habe. Oh, trotzdem schnürt es das ab und ja, sieht, finde ich, einfach, also ich sehe das ja schon von hier, also mir gefällt das einfach irgendwie nicht. Ich finde es auch zu lang, um ehrlich zu sein, denn ich dachte, das wird ja so eine Hose, die ich so unter meinen Feierkleidern tragen kann. Also hier oben im Bauchbereich muss ich sagen, dass das irgendwie an sich, wenn man das jetzt ohne Kleidung sich anguckt, eine coole Silhouette macht, weil es so, ja, so schön geschnitten ist, irgendwie so in so einer V-Form, dass es irgendwie eine echt schöne Taille macht, aber... Also mit so einem Kleid geht es auch voll klar und ist auch alles super. Aber ich stelle mir das jetzt mal vor, wenn das jemand kauft, der wirklich ein hautenges Kleid anzieht, also mal angenommen so, dann sieht man hier, glaube ich, ganz gut, wo die Shapewear halt ist, weil hier alles rausgedrückt wird durch BH und Shapewear. Und hier fängt halt dann, also hier fängt die Shapewear an und das, finde ich, sieht dann irgendwie doch irgendwie Banane aus. Das letzte Teil ist auch wieder in Schwarz. Das ist von City Chic oder so, wie ihr hier sehen könnt, also, oder ich weiß nicht, ob man das sieht, aber diese Teile hier, also da gibt es irgendwie auch so durchsichtige Bereiche, der Bereich ganz vorne ist komplett blickdicht und das Ganze hat überall so einen Silikonstreifen, also irgendwie nicht nur hinten, sondern auch wirklich überall und ist auch eher für den Bauch gedacht, ne? Das sieht man ja, glaube ich, ist keine Shorts mit dabei. Ich habe mir das gerade auch wieder im Spiegel angeguckt und ich glaube, das kaschiert den Bauch wirklich am besten bisher. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich habe es auch wieder in den BH gestopft. Ja, ich muss sagen, also ich finde, der Hintern an sich ist auch in Ordnung, aber es ist halt nicht vorrangig für den Hintern gemacht. Fühlt sich gut an. Ja, ein bisschen eng, aber jetzt nicht so, dass man jetzt denkt, ich kann nicht mehr atmen. Also es ist auf jeden Fall in Ordnung. Schreibt mir jetzt bitte auf jeden Fall eure Meinung zu den einzelnen Teilen in die Kommentare und ob ihr überhaupt was von Shapewear haltet. Ich muss nämlich sagen, ich habe damit noch keine Erfahrung gemacht und ich weiß auch nicht, ob mich das jetzt hier wirklich überzeugt hat, weil ich fühle mich eher eingeengt. Ich fühle mich nicht so wow, voll gut, sondern eher so, ich weiß nicht, ich finde eher so eine Radler-Shorts, die man unter Kleider zieht, die zieht man dann ja auch ein bisschen höher. Die erfüllt für mich eigentlich schon alles und gibt mir den nötigen Halt. Und so richtig mich einquetschen, weiß ich nicht, ob ich da wirklich was von halte. Jetzt ist die Zeit gekommen, dem Video einen fetten Daumen nach oben zu hinterlassen. Du kannst meinen Kanal, auch wenn du möchtest, kostenlos abonnieren für mehr Videos. Das ist hier oben, musst du einfach draufklicken. Und ansonsten, liebe Freunde, gibt es jetzt hier in der Seite noch ältere Videos von mir. Schaut da gerne mal vorbei. Und ich würde sagen, ich wünsche euch jetzt einfach einen wunderbaren Tag und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!